Ist das an? Jetzt spricht sie nicht mehr. Ja. Sie hat ein Megafon! Sie hat ein Megafon! So, Leute! Hier bitte links, rechts! Ich weiß genau, wo ihr hin müsst! Hat die Frau gerade gesagt. Sie hat ein Megafon. Ja? Wenn man so eins hat, dann ist man schon ein bisschen auch wichtig. So, Leute! Ja, also, wir sind so langsam wach geworden. Ging jetzt erstmal schön kacken. Ja, dass man noch mal ein bisschen sich leer macht. Nein, wir sind angekommen hier, Gamescom, Donnerstag. Der Eingang ist schon gut gefüllt. Die Massen werden nachher dann die Hallen stürmen. Und wir gehen einfach dran vorbei, weil wir haben hier so einen Ausweis, der sagt, sie können einfach dran vorbei. Ja. Konzept ist so. Ist die an? Ja. Mann. Gut, das tue ich noch ins Handy. Steck's einfach hier rein, schau mal, ich hab's einen Platz. Okay. Aber jetzt immer freundlich. Ich geh mal in die Mitte. Ich weiß, guck mal. Nom. Das ist der Niklas. Der schneidet gerade hier am Video. Beziehungsweise wir machen jetzt noch die kleinen letzten Verbesserungen. Ist der Fotofrank da? Der macht immer Fotos, aber nicht nur von Frank. Ja, wie gesagt, wir basteln jetzt noch ein bisschen an dem Video und dann geht das heute auch noch online. Da müsst ihr mal auf der Facebook-Seite von Nitrado gucken. Ja, haben wir heute Morgen einen lustigen Dreh gehabt und was wir da aber zeigen, das müsst ihr euch selbst angucken. Ja. Vielleicht verlinke ich das Video sogar direkt unter diesem Video, das weiß ich aber jetzt noch nicht. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich heute noch so mache, wo ich hingehe, ob ich noch irgendwie was mache oder einfach nur nichts mache. So, es ist echt hammer laut. Hier wollt ihr doch vorbeischauen. Bei Jager bzw. Greybox wollte ich eine Runde Dreadnought spielen. Und ich hoffe, dass ich das noch rechtzeitig schaffe. Da steht auf alle Fälle ein Bekannter von mir, der arbeitet hier. Da werde ich gleich mal gucken, ob ich da gleich mal rankomme. Das wäre auf alle Fälle gut. Ja, das Spiel Dreadnought ist sowas wie, ja, ich sag mal World of Warships, aber mit coolen Raumschiffen. Finde ich auf alle Fälle ziemlich cool. Ja, mal schauen, was jetzt geht. Ich habe mir jetzt erstmal ein Schiffchen ausgesucht. Es gibt verschiedene Schiffsklassen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt verstehen will. Aber es gibt verschiedene Schiffsklassen. Und jetzt geht's auch schon los. Jetzt muss ich gewinnen. Hier ist Twitch. Willkommen bei Dreadnought. Du und vier andere Kapitäne werdet ein Team bilden, um epische Schlachten zu bestreiten. Alles für den Ruhm, die Ehre und das nächste Schiff für die eigene Flotte. Als erfolgreicher Kapitän musst du die Stärken und Schwächen deiner Flotte gut kennen. Du musst nicht nur deine Lieblingsklasse beherrschen, sondern du solltest auch alles über deine Gegner wissen, um das optimale Schiff für die Schlacht zu wählen. Ja Leute, ich kann mir jetzt ein bisschen Dreadnought anspielen können. Solltet ihr auf alle Fälle mal ausprobieren, aber bald gibt es auch Beta dazu und dann spielen wir auf alle Fälle zusammen. Ihr solltet auf alle Fälle in Halle 8 1 mal vorbeischauen, macht auf alle Fälle Spaß mal zu spielen. Definitiv mal vorbeischauen. Definitiv ist der Samstag der schlimmste Tag, aber das spielt still Mürder. Definitiv ist der Samstag auf der Gamescom der schlimmste Tag, aber der steht mir noch bevor. Aber auch heute ist es schon wirklich sehr, sehr voll. Also um nicht zu sagen, so voll wie eigentlich sonst an den Wochenenden. Glaube ich. Ich weiß nicht, einige von meinen Kollegen haben gesagt, es wäre gar nicht so voll. Ich finde schon. Und es ist laut. Wirklich, teilweise kannst du dein eigenes Wort nicht verstehen. Und ich weiß, da macht es auch gar keinen Sinn, irgendwie
gar keinen Sinn, irgendwie in die Kamera reinzuschwafeln. In den Hallen ist es sehr, sehr warm. Aber hier draußen ist es noch viel wärmer. Deswegen kannst du gut im Schatten sitzen. Nee, in den Hallen geht's dieses Jahr, merkwürdigerweise. Die haben, glaube ich, noch mal die Klimaanlage ein bisschen auf Touren gebracht. Ja. Ja, mal gucken, ne? Also heute passiert eh nicht mehr viel. Wir fahren auch früh nach Hause. Und deswegen, ne, muss man ja nicht übertreiben, ne? Also, ich denke, wir haben heute genug Krempel gemacht. Mal gucken, was denn bei rauskommt, ne? Morgen früh kommt auf alle Fälle bei Scene Gamers dann noch ein Video zu Star Wars und ein bisschen was aus der Community Lounge. So, ich gehe da nämlich jetzt auch nochmal hin, weil ich noch nach einem Fastpass betteln will. Also nicht jetzt kämpfen, ne? Betteln. Also wirklich, bitte, bitte, kann ich so ein Ding haben? Marco? Uwe? Was hast du dir denn jetzt auf der Gamescom bisher angesehen? Wir waren viel bei Blizzard unterwegs, haben uns da Heroes of the Storm angeguckt, dann waren wir vorhin bei Final Fantasy 15. Ja. Haben da uns die Präsentation von der Weltpremiere angeguckt. Wo waren wir noch? Hitman haben wir geguckt, Fallout 4. Okay. Was haben wir noch gesehen? Ja, hier das Plants vs. Zombies 2 haben wir uns angeguckt. Ja. Das Star Wars haben wir uns angeguckt. Ja, sonst haben wir... Was hat dir am besten gefallen? Ganz kurz und knackig. Plants vs. Zombies 2. So, hier nochmal jetzt, das ist der Abschiedstake jetzt hier in der Community Lounge von Electronic Arts. Ist wieder echt voll. Mario ist dabei, René ist dabei und der Alex, der Born for Gamers. Ja, und ich habe heute einen kleinen Aufruf gestartet. Aber ich weiß noch nicht, ob das so klappt. Deswegen habe ich jetzt den Alex einfach gesagt, komm, wir machen mal was Nettes. Der Heiner Waldmann ist ja krank. Das ist so der älteste Battlefield-Spieler. Und deswegen erstmal von mir, Heiner, echt schade, dass du nicht da bist. Es wäre echt toll, dich hier dabei zu haben. Und deswegen richtet er jetzt auch noch ein paar Worte an dich. Ja, sonst hört man ja nichts hier. Klar. Heiner, alles Liebe an den ältesten und wahrscheinlich auch erfahrensten, würde ich jetzt mal behaupten, Battlefield-Spieler aller Zeiten. Ich hoffe, dir geht's bald wieder gut. Ich hoffe, du hast zumindest eine schöne Zeit, auch ohne Gamescom. Und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Ich würde mich tierisch freuen. Mach's gut, gute Besserung, hau rein.